schreien? Sie werden die eine Lösung für welches Problem auch mal. Ich frage mich, welches Problem sie eigentlich meinen, denn was sie bisher schon alles vergangen. Lässt mich schauen, wenn ich mir überlege, wie es wohl aussieht, wenn sie wie unsere Vorfahren fähig werden, auch noch die absurdeste Politik bis zur Perfektion auf die Spitze zu treiben. Oh shit, no. Ich bin kein Fan meiner Umwelt, doch für mich gehört zu jedem auch der Mensch, und ob sich in so einer Kunst was vorstellen können. Ganz ehrlich, interessiert doch eigentlich, warte mal, ganz ehrlich, mittlerweile nur noch bedingt, oder? Der gezielte Verarmung der Bürger auch nur in Kauf zu nehmen ist nicht nur extrem billig, dumm und gefährlich, nein, sondern auch sowas vom Mittelalter. Also komm, jetzt mal ehrlich, noch unintelligenter geht's doch eigentlich gar nicht. Dem Souverän über Kanäle erzählen, was er zu reden und was er zu verschweigen hat. Und aus Erfahrung wissen wir heute, dass die auch nicht erst seit 5 Jahren ständig schiebt. Das erinnert mich also daran, dass nur weil der Wohlstand wächst, es bürgerische Freiheit noch überhaupt erst gibt. Wenn sie die Wirtschaft also schrumpft, was wird das Ergebnis ihrer Schandtaten sein? Die Parole hier und heute alles für sie, ja. Umweltprobleme lösen, doch wie gesagt, zu meiner Umwelt gehört in erster Linie der Mensch. Politik als Folterwerk zu freiem Mensch, gut und ihr einverstanden. Offenbar stehen auch viele wieder auf das Fremdgesetz. Doch die meisten, wie ich vermutlich nicht, und das heißt auch, ich bin hier nicht alleine. Das heißt, bei uns aus Versehen, die Geschichte reimt sich. Nur wiederholt tut sich eben hier eins zu eins, doch der Trend der Jahrhunderte ist doch überaus aussagekräftig. Man muss also wahrlich kein Genie sein, nur um zu wissen, the next revolution wird auch wieder urbürgerlich sein. Und ich hab vor langer Zeit mir hinter die Ohren geschrieben, an alle wieder oben hier, also nur mein Statement, nie wieder, hört ihr, nie wieder. Ich sag auch mal ganz ehrlich, warum der, wenn Mensch separiert und Gruppen teilt und gegeneinander aufhetzen kann und wird mal zustimmen, die alte Zeit und Jim dort verschweigt schon zu, also hört ihr mir zu! Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich dazu sagen, doch die Karten liegen offen auf dem Tisch, ein neuer Massenkult, und dieser glaubt, wenn er es nur schafft, die Wirtschaft abzuwürgen und es dabei hilft, seine eigenen Interessen besser noch zu schätzen. Also, heute hier, morgen da, so viel ist längst vergessen, und historisch muss der Mensch auch sich wohl immer wieder daran erinnern, für sich selbst und die Seinen und die Seinen gemeinsam einzustehen. Hörst du? Die Bourgeoisie ist vielen ein Dorn im Auge, seit über 200 Jahren, vielleicht erklärt das auch, wieso manche so viel daran setzen, das freie Bürgertum mit ihren Almut, Tafelgängelein und staatlichen Zuschüssen zu ersetzen. Schaut so, wie der halten, wenn die einverstanden ist, dass solche Planspielerinnen mich an den Imperator Star Wars die freien Völker aufhetzen, damit sie sich nicht gegen sie verbünden? Sag mal, spinnt ihr eigentlich? Wäre ich ein gläubiger Mensch, würde ich wohl sagen, Teufelszweck hier auf Erden, doch religiös für allgemein verstanden bin ich eben nicht. Ich glaube an den Naturzweckchen des Universums und die Kraft der schöpferischen Zerstörung. Der Mensch muss weiterkommen, das Rennen hier ist auf Zeit, und nur die Besten können das Ziel auch für alle gut erreichen. Doch der Mensch ist leider immer wieder befallen mit diesem Virus der Idiotie. Es räumt in die Zeit das Leben und hält ihn friedlich auf. Ja, und der Selbstzerstörungsdrang der Elfenbeintruppierner, ich trifft hier nun auf seine härtesten Gegner, die Augen offen und das Herz am rechten Fleck, keine Angst, keine Farbe kann hier brauner sein als sie. Und die Geschichte der letzten wie viel tausend Jahre ist auch frei und für jeden nachzulesen, liefert die eindeutig die klaren Antworten, wer sind und wie viele ihnen gegenüberstehen, denn dieses einzig historische Kanzleramt steckt nicht in Zahlen. Du weißt, wie auch ich weiß, Vater, Mutter, Schwester, Kumpel und noch Kind, jetzt ab du hast. Die Geschichte ist voll mit solchen Nummern, Bücher können wir pöbeln, ja, seit 2 Jahrhunderten auch schon lesen und heute dazu noch Filme und Musik. Und es gibt Gott sei Dank auch alles im Überfluss, doch Angst und sich an Zweifel müssen, was zu sehen. Ihr ausgedacht, fantastisch, fantasierte Ausweg ist doch weiter nicht als die eigene Drehtür, hey! Ja! Also bitte wie nie wieder resignieren, Kumpel, Bruder und auch Schwester, dieses Manuskript ist so alt wie die Menschheit selbst. Und wirklich böse kann es eben auch nur enden, wenn man sich als Gesellschaft rings und rechts dividieren und imprieren lässt. Also macht Mut, mein Freund, ich scheue dich nicht. Die Fortschritte des Menschen braucht auch dich und man sieht es eben nicht, alles auch im ersten List. Die Frage ist ja auch nicht, was unsere Zukunft unser Schicksal ist. Die Fragen stellen sich schon die Höllenmenschen. Ich bitte dich, vergleiche mal mit mir gemeinsam, wo wir heute sind. So, I say, love mankind and hate fascists of all. Okay? My statement. Bye-bye.